Hallo, mein Name ist René Weber. Lassen Sie uns heute über S3 sprechen. S3 kennen wir in unterschiedlichen Varianten. Zum einen mal verbindet man mit S3 sofort den Amazon AWS Cloud-Speicher. Das heißt, ein Speicherbereich, der für die AWS, für die Amazon Web Services dient, um Daten abzulegen. Zum anderen ist S3 aber auch ein Protokoll, eine Schnittstelle und eine Art, wie ich meine Daten in einem Speicherbereich ablegen kann, der nicht zwangsläufig in der Public Cloud liegen muss und zwangsläufig bei Amazon gehostet ist. Was ist der große Unterschied zwischen S3 und Speichern, wie man sie sonst kennt? NAS-Speicher, Filesystemspeicher, Block Storage. Ein großer Unterschied ist, dass ich im S3-Speicherbereich keine Daten auf File-Ebene ablege. Ich lege sie nicht als Files ab, wie im NAS-Speicher. Ich lege sie nicht als Block ab, wie in einem Block Storage, sondern ich lege Files als Objekte ab. Jedes Objekt beinhaltet einen gewissen Inhalt, also die Datei Daten, beinhaltet Metainformationen zu diesen Daten, zu diesen Dateien, die ich auch selber verändern und bestimmen kann und beinhaltet eine eindeutige ID, unter der ich die Datei wieder abrufen kann. Nehmen wir als Beispiel eine Garderobe. Wenn ich an mich denke, bei mir zu Hause hängt eine Garderobe, da sind ein paar Bügel dran. Wenn ich nach Hause komme, hänge ich meine Jacke auf. Wenn ich meine Jacke brauche, weiß ich, wo sie hängt. Meine Frau genauso, wenn Freunde kommen, ebenso. Das heißt, jeder weiß, wo seine Jacke ist, jeder weiß, wo er die Jacke wiederholt. Im Endeffekt wie in einem Filesystem, wo ich meine Ordner habe, in jedem Ordner lege ich Dateien ab und weiß, in welchem Ordner ich welche Dateien wieder finde. Das funktioniert wunderbar, solange bei mir zu Hause nur die entsprechende Anzahl Freunde kommt. Wenn ich nun plötzlich, wie in einem Theater, hunderte, tausende Besucher bekomme, kriege ich da ein Problem. Zum einen habe ich viel zu wenig Bügel und zum anderen ist mein Flur auch viel zu klein. Nehmen wir uns das Beispiel mit dem Theater. Im Theater wird sicherlich nicht jeder seine Jacke selber aufhängen, sondern ich habe eine Rezeption, die die Jacken entgegennimmt und die entsprechend viele Bügel hat, um die Jacken zu verteilen. Kommen mehr Gäste, stocke ich mit mehr Bügeln auf. Mehr Bügel bedeutet mehr Speicherplatz, im übertragenen Sinne bedeutet Scale up. Ich werde größer, mehr Speicher. Natürlich, mehr Speicher bedeutet auch irgendwann, dass ich mehr Aufwand habe, die Daten zu verteilen, also in dem Fall die Jacken. Das heißt, ich brauche auch irgendwann mehr Personal, das sich um die Jacken kümmert. Das Personal kann ebenfalls skalieren. Je mehr Personal ich habe, desto mehr Jacken können aufgenommen werden. Und da sind wir dann im Bereich vom Scale-Out. Das heißt, ich mache mir weitere Garderoben auf mit weiterem Personal und kann damit immer größer skalieren. Im übertragenen Sinne bedeutet das, dass ich entweder den Speicher oder sogar die Recheneinheit immer weiter vergrößern kann. Und natürlich ist es bei der Garderobe auch so, dass ich mir nicht merken muss, an welchem Bügel meine Jacke hängt, sondern ich bekomme eine eindeutige Nummer, mit der ich meine Jacke wieder abhole. Genauso arbeitet auch der Object Store. In unserer aktuellen Firmware haben wir nun den S3-Speicher oder das S3-Protokoll auch in unserem Silent Brick-System mit aufgenommen. Wie nutze ich nun die S3-Schnittstelle im Silent Brick-System? Zuallererst lege ich mir wieder ein Volume an, sofern ich noch kein Volume habe. Das Volume entscheidet, welchen Paritätslevel ich nutzen möchte, welche Art der Komprimierung ich nutzen möchte. Innerhalb des Volumes kann ich mit meinen Continuous Snapshots arbeiten, um mir mehr Sicherheit über das Volume zu legen und natürlich auch mit Replikationen auf weitere Standorte oder weitere Bricks arbeiten. Innerhalb des Volumes habe ich nun die Möglichkeit, neben den bisher bekannten Möglichkeiten SMB und NFS, nun auch das S3-Protokoll zu aktivieren. Als Freigabe gebe ich dem S3 lediglich ein Access Key, ein Secret Key, als auch einen Port mit und habe damit eine Schnittstelle geschaffen, die von jedem System, das mit S3-kompatiblem Speicher sprechen kann, angesprochen werden kann. Ein Beispiel wäre hier Veeam. Veeam nutzt S3 als Capacity-Tier, beispielsweise im Bereich vom Scale-Out-Backup-Repository. Es gibt ein sehr schönes Lightboard-Video dazu, wo Veeam sehr schön erklärt und sehr anschaulich erklärt, wie der Capacity-Tier arbeitet. Zusammengefasst sind die großen Vorteile zum einen die automatische Verdrängung innerhalb meines Backups,
Das heißt, VM kümmert sich darum, dass die Daten automatisch in den S3-Speicher als Langzeit-Capacity-Store verdrängt werden. Zum anderen kommt eine automatische Deduplizierung mit und der Vorteil des Schiebens in einen Cloud-Speicher, das heißt die reduzierte Bandbreite, bringt mir noch einen weiteren Vorteil mit. Mit dem Silent Brick-System habe ich den großen Vorteil, dass ich die Daten bei mir on-premise im S3-Speicher ablegen kann. Das heißt, die Daten müssen nicht zwangsläufig irgendwo im Internet liegen, die Daten liegen nicht auf Speichern, die ich selber nicht verwalte, sondern ich kann die Daten trotzdem mit einem modernen Protokoll, mit allen Möglichkeiten des Silent Brick-Systems bei mir on-premise ablegen. Alle Möglichkeiten des Brick-Systems bedeutet natürlich die hohe Sicherheit durch unsere SecureNAS-Speicher, bedeutet auch die Möglichkeit der Replikation, des Kopierens und am Ende auch des Airgaps. Und somit bietet das Silent Brick-System einen S3-Speicher, den ich sogar über ein Airgap herausnehmen, transportieren und offline lagern kann. Falls Sie noch mehr Informationen zur perfekten Kombination aus dem Silent Brick-System und VM in der aktuellen Version V10 haben möchten, finden Sie in dem Link ein Video, das in Zusammenarbeit mit VM entstanden ist und alle Vorteile schön darstellt, und zum anderen in der Videobeschreibung einen Link zu unseren Miniguides über alle Möglichkeiten aus der Kombination.